Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal nach oben. Wichtiger Shot, Michi! Wichtiger! Geil, Mann! Was für Schweizer? To me! Was für ein... Du kennst. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Meine Damen und Herren, wer von euch würde auswandern? Und wo würdet ihr hin auswandern, wenn ihr aus Deutschland auswandern könntet? Wenn ihr es nicht möchtet, könnt ihr auch mal in den Chat schreiben. Immer interessieren. Zypern würde ich nicht. Kanaren nach Schweden? Nee. Fuerteventura, schöne Insel. Niederlande, wenn überhaupt. Miami, aber mit Familie. Thailand in die USA. Schweiz. Amerika. Der Gedanke ist mir bisher nicht gekommen. Will auswandern, aber keine Ahnung wohin. Spanien, USA oder Finnland oder so. Also ganz, ganz unterschiedlich. Viele von euch in Skandinavien, auch sehr interessant, ne? Ist ja auch in manchen Bereichen quasi Vorbild für Deutsche oder für Deutschland generell, was Erziehung angeht, teilweise auch was Arbeit angeht, und für andere wahrscheinlich im Süden vielleicht auch mehr Temperaturen, vielleicht auch niedrigere Steuern. Jeder hat unterschiedliche Gründe, warum man auswandert, und am Ende ist das ja ein Gleichgewicht aus verschiedenen Sachen. Eine Sache, wo es warm ist und wo man sehr, sehr wenig Steuern zahlt, ist Zypern. Da habe ich sogar auch mal geguckt, also ich habe mir, als YouTuber kannst du von überall auf der Welt aus arbeiten, also beschäftigst du dich natürlich damit, wo du leben möchtest. Dann habe ich geguckt, okay, gut, was ist mein Kopf durchgespielt, wenn ich nach Hamburg ziehe, wenn ich nach Stuttgart ziehe, wenn ich nach Berlin ziehe, wenn ich nach Zürich ziehe, wenn ich nach Salzburg ziehe, wenn ich nach Mallorca ziehe oder wenn ich nach Zypern ziehe oder nach Madeira oder wohin auch immer. Und dann habe ich mir das Ganze mal ziemlich durchgerechnet mit Zypern, und das ist schon krass auf jeden Fall. Es ist eine sehr schöne Insel mit wunderschönen Stränden, sehr leckerem Essen. Und schauen wir uns das Ganze mal an. Der liebe Michael Smolik ist dort nämlich hin ausgewandert. Was? So nämlich? Ach, das ist von den beiden, der YouTube-Kanal, von ihm und von seiner Freundin. Unser neues Haus auf Zypern. Roomtour. Ich liebe Roomtouren. Und von Michi und von Salome. Schauen wir uns das doch mal gerne an. Auf unserem Kanal, so nämlich. Lang ist's her, ne? Yes. Unsere letzten Videos sind auf jeden Fall schon ein paar Monate her. Ich habe gesehen, ich glaube, 11 Monate ist das letzte Video her. Wir hatten einfach... Oh, Bruder, der Ton ist ein bisschen anstrengend, ne? Spricht man dort Griechisch? Also, wenn mich alles täuscht, ist Zypern aufgeteilt, und die eine Hälfte der Insel ist Griechisch, die andere ist Türkisch. Wenn mich alles täuscht, ist das, glaube ich, so. Aber ich schätze mal, also die meisten Leute wohnen auf der griechischen Seite, weil die, glaube ich, so die schönere, wohlhabendere Seite ist, so wie ich das aufgefasst habe. Und dort wird Griechisch gesprochen und Englisch. Auch so, so viel zu tun. Das ganze letzte Jahr war einfach mega voll mit Arbeit und wir mussten da dementsprechend die Prioritäten setzen. Aber wir haben sehr, sehr Bock, das ganze Thema so nämlich Kanal wieder anzugreifen und regelmäßig Videos zu bringen. Und ich würde sagen, das ist jetzt sogar der perfekte Moment, um wieder einzusteigen. Oh ja, denn wir sitzen hier in unserem Haus auf Zypern. Man muss dazu sagen, das Haus ist nicht gekauft, sondern gemietet, weil wir uns erstmal anschauen wollen, wie ist das Ganze hier, wie kommen wir hier klar, gefällt uns das. Wir sitzen hier auch noch in einem komplett leeren Haus. Deswegen halt es auch noch ein bisschen. Wir werden euch gleich mal eine Roomtour abfilmen. Also wie gesagt, unsere Sachen sind alle noch nicht da. Die kommen erst am 31. Januar oder so an. Und dann müssen wir alles einrichten. Also hier ist es noch sehr leer, aber wir zeigen euch das Haus bzw. das Grundstück gleich trotzdem, weil ich denke, das wird einige von euch interessieren. Und wenn ihr Bock habt auf eine fertige Roomtour, also wenn wir dann alles eingerichtet haben, unsere Sachen da ist, dann schreibt es in die Kommentare, dann werden wir das auf jeden Fall für euch abdrehen. Hier an dieser Stelle auch noch erwähnt, jeder, der einen netten Kommentar schreibt, der wird im nächsten Video erwähnt. Das werden wir weiterführen. Jeder, der einen netten Kommentar... Jeder! Oh, das ist aber, Michi, das ist eine gewagte Aussage, weil da geht es ja schon los, was ist ein netter Kommentar? Und dann wirklich da, also, das ist ein netter Kommentar. Kommentiere ich jetzt einfach mal so. Wenn ich damit nicht im nächsten Video lande, Anzeige. Direkt, die geht direkt nach Zypern. Immer eine Person draußen. Also schreibt einen schönen Kommentar und wir suchen euch aus und grüßen euch dann. Also Leute, für mich war es so, dass Deutschland mir so ein bisschen Energie gezogen hat. Ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel Sonne braucht. Immer wenn ich im Urlaub war, habe ich gemerkt, ich habe voll den Motivationsschub bekommen. Und in Deutschland bin ich immer wieder in so ein Loch gefallen. Also ich bin ein Mensch, der sehr motivierend ist und mich selber immer sehr pusht und immer vorangehen möchte. Aber trotzdem fiel es mir sehr, sehr schwer. Und hier habe ich super viel Energie. Allein wenn man morgens aufsteht und die Sonne ist schon da. Und das Klima ist ganz, ganz anders am Meer. Man fühlt sich einfach viel, viel besser. Zudem haben wir ja auch das Glück, dass wir von überall aus arbeiten können. Und ich kann auch überall trainieren. Und das ist auch der nächste Grund. Ich habe das Gym gewechselt. Ich werde jetzt hier auf Zypern trainieren. Ich habe ein super starkes Gym gefunden mit super starken Leuten, wo ich trainieren kann, mich weiterentwickeln kann und vielleicht auch international kämpfen kann. Und so ein Tapetenwechsel war für mich einfach auch mal wichtig, dass ich mich als Mensch weiterentwickle, als Sportler weiterentwickle. Ja, ich bin echt gespannt, wie es hier wird.
ich muss sagen, also ich bin ein Mensch, ich liebe auch Winter. Jetzt gerade bei uns haben wir in München richtig viel Schnee. Ich gehe am Dienstag Skifahren mit einem Kumpel gemeinsam. Das ist für mich auch wichtig und schön, verschiedene Jahreszeiten zu haben und nicht die ganze Zeit tritra tralala, nur Sommer, Sonne, Sonnenschein und so weiter und so fort. Ich finde das sehr geil. Ich glaube, Sophia ist noch mehr so ein Mensch, die vor allen Dingen so diese Wärme und die Sonne noch mehr genießt als ich und das auch noch mehr braucht. Aber ja, klar, nimmt man, sagt man nicht nein, so ein bisschen Sonne auf die Haut dingsen, ist schon, tut schon gut, aber so ein guter Winter ist auch was Feines. Vielleicht ist das aber auch ein bisschen anders. Ich glaube, die haben davor in Köln gewohnt. Da sind die Winter vielleicht nicht so wie hier bei uns in Bayern an den Alpen. Ja, auf jeden Fall. Ich lasse den Michi natürlich nicht alleine nach Zypern gehen. Also es war natürlich nicht nur seine Entscheidung, sondern auch meine. Ich freue mich extrem auf die Zeit hier in Zypern und ich denke auch... Bei den beiden muss man auch sagen, falls ihr es nicht wissen, also die sind ja beide ESN-Athlet, oder sie ist, glaube ich, More Nutrition-Athlet. Michi ist ESN-Athlet und Smart Gains, der recht hohes Tier, glaube ich, bei ESN ist, der wohnt selber auch auf Zypern. Und ich weiß nicht, ob der Christian Wolf auch teilweise auf Zypern lebt und sowas. Und ab und zu dann nur in München ist. Das Ding ist nämlich, das müsst ihr auch wissen, also auf Zypern zahlt ihr sehr wenig Steuern. Ich meine, das waren so roundabout, das ist sehr einfach auch dort zu gestalten, 12,5% Steuern, die du dort zahlst, im Vergleich zu Deutschland knapp 50% Steuern. Und du musst auf Zypern, ist eines der wenigen Länder, ich hoffe, ich bin kein Steuerberater, ne? Also bitte nagelt mich nicht an die Wand, wenn das irgendwie in irgendeiner Art und Weise falsch ist, aber Zypern ist eines der wenigen oder sogar das einzige Land irgendwie in der EU, wo du... Es waren keine 6 Monate, ich glaube 2 Monate oder 3 Monate im Jahr nur dort sein musst, um dort steuerlich ansässig zu sein. Das heißt, ihr verbringt 2-3 Monate dort, dann, wann es euch halt passt, und den Rest könnt ihr woanders sein. Ihr dürft nur nicht mehr als die Hälfte des Jahres dann in Deutschland zum Beispiel sein. Ihr könntet aber 5 Monate und ein paar Tage oder also halt oder 5 Monate und 30 Tage, also halt noch einen ganzen Monat in Deutschland sein und dann ein paar Monate in Zypern und lebt eigentlich mehr in Deutschland, aber zahlt dann in Zypern Steuern. So meine ich zumindest das. Und das ist natürlich schon sehr attraktiv so. Ich werte das nicht, mir ist das echt völlig egal, ich habe für jeden dafür Verständnis, wenn man das macht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, wenn ich ins Ausland gehe und ich wüsste, ich zahle weniger Steuern als in Deutschland, wisst ihr, was ich machen würde? Ich würde von meinem Gehalt ein paar Prozent im Jahr wegpacken und würde einfach sagen, weißt du was, dann spende ich einfach im Jahr, was weiß ich, 5.000 Euro, 10.000 Euro mehr an Tiere, Kinder, was auch immer, anstatt dass ich das an Steuern zahle. Dann habe ich das selber in der Hand, wo das Geld quasi hingeht und ja. Ich glaube, das ist bei vielen Leuten, die, was so dieses Steuerthema angeht, einfach so ein bisschen auch der Neid, der da rausspricht, weil sie es halt vielleicht sagen, ey, du, ich würde vielleicht auch gern weniger Steuern zahlen, niemand zahlt gern Steuern, aber am Ende, oder vielleicht manche zahlen auch gern Steuern, muss man es machen und ja, jeder wie er will, ne? Wir haben es alle selber in der Hand und ja, das wurde. Was ist das Negative von Zypern? Also, negativ, aber vielleicht auch positiv für manche ist, dass es auf Zypern Vogelspinnen gibt. Da gibt es so Bananenplantagen und auf Zypern, da hast du dann mal die ein oder anderen Viecher. Ich glaube auch Schlangen, weiß ich nicht. Im Sommer ist es sehr heiß, über 40 Grad teilweise. Linksverkehr, wenn Pakete ankommen aus Deutschland, dauert das natürlich alles ein bisschen länger. Und der Flug von Deutschland nach Zypern ist auch nicht gerade so kurz. Ich könnte mir vorstellen, auszuwandern. Wir spielen auch so ganz bisschen mit dem Gedanken, dieses Jahr auszuwandern. Wir haben uns aber noch nicht ganz entschlossen dazu. Aber nicht Zypern, nicht Dubai, was ganz anderes. Aber ja, mal gucken. Mal schauen, ob wir das machen oder ob wir es nicht machen. Im Endeffekt ist es auch sehr schön und wichtig, auch bei seiner Familie zu sein in der Nähe. Und mal schauen, ob wir das machen. Ich hätte auf jeden Fall lieber Abenteuer, aber es ist auch mit viel Arbeit verbunden, ne? Auch für meine Content-Produktion ist es sehr, sehr vorteilhaft. Ich habe hier immer Sonne, immer gutes Licht, coole Locations für meine Workouts. Wenn ihr Bock habt auf meine Workouts, checkt meinen YouTube-Kanal ab. Und hier wird auf jeden Fall einiges Cooles abgedreht und fotografiert werden. Falls ihr euch fragt, wie das alles abgelaufen ist und was man beachten muss, da machen wir gerne nochmal ein separates Video dazu, das würde hier den Rahmen sprengen. Eins kann ich euch aber nur sagen, die Lebensunterhaltskosten hier sind eigentlich genauso wie auf Deutschland. Wie in Deutschland. In Deutschland, wir sind auf Zypern. Wie in Deutschland, das ist alles genauso teuer, Leasingfahrzeuge sind sogar noch teurer, bis auf der Strom ist günstig. Ich würde sagen, wir zeigen euch jetzt mal hier ein bisschen das Haus. Ja. Hallo und herzlich willkommen im Sonnenlicht-Haus. Spaß kommt rein. Auf jeden Fall wird hier unser Essbereich hinkommen, Esstisch und so weiter. Und hier drin... Stimmt, einer meiner Lieblingsinfluencer wohnt oder wohnte, ich verfolge den aktuell nicht so viel, die letzten Videos nicht geschaut, John Olsen, der Smart Gains, der hat den damals auch recht viel gefeiert, glaube ich. Da war auch immer was, hat auch mal irgendwas über den geredet. Der wohnt auch auf Zypern. Das war schon sehr geil, da den Lifestyle so auf Zypern zu sehen, weil da sind viele reiche Menschen. Ist natürlich dann cool, so als Businessman wie Smart Gains oder so mit so Leuten zu connecten oder auch hier. Also ist bestimmt keine schlechte Insel.
was das Ganze angeht, was Auswandern angeht, wenn man es warm mag. Also sprechen schon sehr viele Sachen auch für Zypern. Das ist definitiv eine der attraktivsten Sachen. Hier unser Koffer kaufen. Wir leben in Saus und Braus. Genau, hier werde ich mir so ein kleines Büro noch machen, also einfach nur einen Schreibtisch hin. Und jetzt gehen wir mal in die Küche. Ah, hier ist noch ein kleines Badezimmer. Ja, cool. Kleines. Oh, das sieht echt wild aus. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Oder jedenfalls. Boah, das würde mir aber. Das, ich finde das schon sehr, sehr ungemütlich. Also, ich stelle mir immer so vor, würde ich da drin einen abseilen und diese Toilette schaut für mich kalt aus. Da stellt es mir schon alle Arschhaare auf. Ich würde gerne in eine Toilette reinschauen und dann würde ich so vor Augen eine warme Toilettenschüssel spüren. Dann würde ich mir denken, also wenn sich auf den ersten Blick die Toilettenschüssel warm anfühlt und ich denke, wenn ich mich da hinsetze, setze ich mich auf eine warme Schüssel mit warmem Boden, dann wirkt das einladend. Aber das wirkt für mich kalter Boden, kalte Schüssel. Ohne mich. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Oder jedenfalls nicht wahrgenommen. Jetzt gehen wir hier in den Wohnbereich. Also hier werden wir unsere Couch hinstellen. Und das ist richtig cool. Hier kann man einen Fernseher reinmachen. Nee, hier kann man ein Bild reinmachen. Und das kann man drehen. Und hier kann man einen Fernseher reinmachen. Also kann man quasi, wenn man essen oder auf der Couch sitzen will, immer entscheiden, was man gerade sehen will. Richtig nice. Dann kommen wir hier. Digga, mein rechtes Ohr liebt dieses Video. In unsere Küche, die finde ich so wunderschön, so richtig schön hell mit weißer Platte. Hier werden auf jeden Fall sehr nice, gesunde Rezepte produziert. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einmal nach oben. Wichtiger Shot, Michi, wichtig! Vielleicht bin ich einfach auch dumm, kann auch sein. Kommst du nicht mit? Michi muss doch von hinten filmen. Kuss geht raus. Na los, komm schon. Jetzt habe ich es verstanden. Salomis Ton ist auf dem rechten Ohr, Michi ist auf dem linken Ohr. Deswegen fühlt sich der Ton ein bisschen komisch an. So, wenn man hier hochkommt, hat man einen Flur. Digga, das ist echt wild. Das erste Mal. Hier richtig cool kann man alles, also die Waschmaschine ist quasi direkt in den Einbauschränken drin. Und hier sind richtig viele Einbauschränke. Also das ist irgendwie ganz normal auf Zypern. Boah, Einbauschränke sind was Geiles, Mann, wirklich. Sogar mit einem Waschbeck drin. Richtig cool, auf Zypern gibt es hier, das ist gar nicht so wie in Deutschland, solche Schalter. Da steckt man die Steckdose rein. Ich glaube, es gibt bei jeder Steckdose so einen Schalter. Und wenn man den anmacht, dann kommt der Strom. Wenn die aus sind, kommt... Es ist sehr einfach eigentlich, aber ich weiß nicht, ob das irgendeinen Nachteil hat, ob das mehr kostet, ob das vielleicht irgendwie Brandrisiko erhöht oder so, aber eigentlich easy. Warum gibt das in Deutschland nicht so? Warum kann man Steckdosen nicht einfach abschalten? Es ist doch voll cool. Ist auch sicherer, wenn du, keine Ahnung, was weiß ich, Hunde hast oder so. So, wir gehen ins erste Badezimmer mit Badewanne, Toilette und Waschbecken. Bisschen unordentlich schon, weil ich mich hier fertig gemacht habe. Und dann geht's hier weiter in unser Ankleidezimmer bzw. Gästezimmer. Boah, da kann man dann wahrscheinlich so ins Warme, aufs Meer gucken oder so. Also bis jetzt... chilliges Haus auf jeden Fall. Also unsere Freunde sind natürlich hier immer herzlich willkommen. Das wäre mir auch ganz wichtig. Wenn ich uns warme auswandere, großes Haus oder Haus mit mindestens einem Gästezimmer, dass du so, schon mal, du kannst deine Freunde aus Deutschland so einladen, Familie, sagst, ey, komm vorbei, auf ein, zwei Wochen habt ihr frei, komm vorbei, genießt die Sonne, macht ein bisschen Urlaub auf unseren Nacken. Deswegen haben wir gestern ein Gästebett besorgt, auf dem wir jetzt gerade noch schlafen, weil unser Bett ja noch nicht angekommen ist. Unglaublich luxuriös, ohne Bezug hier. Ja, wir haben leider noch keine Bezüge, also wir haben einen Bezug gekauft, aber der hat leider nicht gepasst. Oh, aber die Farbe von dem Regal, das wird mir nicht taugen, das wird mir zu dunkel. Auf jeden Fall, die Schrankwand, vielleicht streichen wir die noch weiß, weil ja, das würde besser zum Zimmer passen. True. Aber hier hat man auf jeden Fall richtig, richtig viel Stauraum. Hier kommt noch ein anderer Schrank hin, der noch unterwegs ist. Und ja, den Rest kannst du mal zeigen. So, hier befinden wir uns im Schlaf. Huh, mein rechtes Ohr macht kurz Pause, jetzt geht's weiter im linken Ohr. Schlafzimmer bzw. im zweiten Bad, also hier sind irgendwie immer sehr, sehr viele Bäder am Start. Dann haben wir hier erneute Einbauschränke. Richtig, richtig viel Stauraum. Ich frage mich nur, wie man da oben hinkommen soll. Da komme ich mal ich hin. Oder ich. Und hier gibt es noch so ein Geheimfach. Das ist mein Versteck. Da kann Salome sich verstecken, wenn sie mal irgendwie Ärger gemacht hat. Was, in einem Miethaus die Stränke streichen? Du, wenn du das mit deinem Vermieter oder Vermieterin abklärst, dann geht das Ganze schon. Das ist dann hier das Schlafzimmer. Und ihr müsst dazu wissen, auf Zypern gibt es eigentlich nur Schlafzimmer. Wenn man sich ein Haus anguckt, dann gibt es immer drei Schlafzimmer. Also gibt es kein Kinderzimmer, Büro oder so. Die haben wirklich immer nur Schlafzimmer. Das ist unter Schlafzimmer aufgeteilt. Und das ist so das erste Schlafzimmer so gesehen. Und was ich auch richtig cool finde, ist das hier. Oh ja, das... Oh, das ist nice, ne? Das hat Monte, glaube ich, auch bei sich im Kleiderschrank. Da haust du das Zeug ran, bam, rein da. Das ist cool. Anzug oder was auch immer drauf hängt. Komme ich da eigentlich dran? Oh. Du brauchst einen Hocker. Was ich richtig
cool finde, dass man die Rute ziehen kann, damit man drankommt. Ja, moin! Mach mal an. Sieht man leider gar nicht. Das hier, wenn es jetzt dunkel wäre, würde man hier so ein indirektes Licht sehen. Das ist super schön. Dann geht es hier direkt raus. Und man hat einen super schönen Blick auf die Stadt. Und da hinten ist mehr. Och, ja, es ist schon nice. Es ist schon, wenn man das so dieses Mediterrane so sieht, ich glaube gerade die Jahreszeit, so Frühling auf Zypern, kommt sehr nice. Und Spätsommer würde ich mir auch sehr geil vorstellen. So Oktober ist, glaube ich, in Zypern 30 Grad. Das ist ultra geil. Also auf den Herbst hier in Deutschland könnte ich so ein bisschen verzichten. Gerade so November, die Zeit teilweise, wo mein Geburtstag ist. Aber Oktober, das ist bestimmt geil. Auf Frühling, dann hast du so die Zeit, wo du so 20, 30 Grad da hast. Und dann Hochsommer ist halt ein bisschen für den Arsch. Da fährst du halt viel Strom da, viel Solarenergie. Ne? Ist auch geil. Mann. Kann ich meinen Tesla direkt aufladen mit Solarzellen auf dem Dach. Direkt weiter ins nächste Zimmer gehen. Hier wird mein Büro reinkommen. Nicht ganz so groß wie in dem letzten Haus, aber es reicht auf jeden Fall. Die Schränke hier auch weiß gestrichen, wie ihr sehen könnt, auch wieder Einbauschränke. Und was ich vergessen habe zu sagen, hier ist eigentlich in jedem Zimmer. Ah, weißt du, was die machen könnten, was eigentlich schlauer wäre, als zu streichen? Es gibt auch so viel, was man erzählt, so Aufkleber. Die machst du auf so Zeug drauf, die sind, also so Holzoptik-Aufkleber oder weiße Aufkleber. Die machst du drauf, schneidest du recht einfach zu oder kannst du am Ende, wenn du aussiehst, wieder abziehen, wenn die da nach einem Jahr wieder rausgehen? Eine Klimaautomatik drin braucht man hier einfach, weil hier wird es ganz schön heiß. Also gerade haben wir so um die 20 Grad, das ist aber gerade auch Winter. Im Sommer wird es dann so um die 35. 40. Nein, 40. 35. Also 35, 30 bis 35 Grad. Echt, oder? Ich meine, dass es im Sommer auch locker über 40 hat. Steckdosen sind hier nicht so am Start. Also die Zyprianer mögen, glaube ich, Steckdosen nicht so. Im Bad gibt es keine einzige. Und normalerweise hätte man in Deutschland hier eine und da eine und vielleicht noch dort. Hier gibt es eine einzige im Flur. Also da muss man schön organisatorisch rangehen, wo man denn irgendwie was reinsteckt. Lohnt sich generell gut zu überlegen, wo man was reinsteckt, Michi. Okay, Meister Kapp. Ja, die haben ja auch ihren Hund mitgenommen, ne? Das muss ich sagen, das ist halt so ein Ding. Also das werden die sich wahrscheinlich schon gut überlegt haben. Wenn ich jetzt überlege, schon mal, wir haben zwei kleine Pudel, die kann man im Handgepäck mitnehmen, Suki und Ayu, ne? Die wiegen unter 8 Kilo, dann kannst du einen Hund im Handgepäck mitnehmen. Das heißt, bei dir in so einer Tasche, in so einer Sporttasche auf dem Schoß. Und die müssen nicht eingeschläfert werden oder sowas. Aber der Loki heißt, glaube ich, ihr Hund, ist ja ein größerer Hund, der muss eingeschläfert werden. Das heißt, wenn die jetzt mal sagen, wir wollen nach Deutschland, beide, Bruder, wer kümmert sich da um den Hund? Das geht nicht. Da müssen die den entweder bei irgendeinem Kumpel abgeben, weil einfach mitnehmen, das kannst du dem Hund nicht antun. Das geht auf Dauer nicht, ne? Deswegen, da bin ich mal gespannt, wie das macht. Das ist auf jeden Fall mutig, aber finde ich auch geil, dass die den natürlich mitnehmen und so. Und ja, bin mal gespannt, wie das da ausgeht. Weil das ist ja für mich auf jeden Fall so ein Ding. Wenn ich irgendwo auswandere, dann müsste ich voll überlegen mit Suki und Ayu. Ich kann nicht einfach, mal angenommen, ich würde sagen, yo, ich wandere nach Zypern aus. Und ich hätte jetzt so einen großen Hund wie die. Und dann will ich mal, keine Ahnung, einmal im Monat mit Sophia oder alle zwei Monate mal oder drei Monate nach Deutschland. Was mache ich denn mit dem Hund? Dann kann ich den nicht einschläfern. Dann muss ich würde meinen Hund auch nie irgendwo in so einem Hotel abgeben und da pennen lassen. Ich würde die immer bei mir haben wollen. Das wäre für mich ein Kauf, wird nicht funktionieren. Wäre raus. Hallo. Aus der Küche gibt es einen Ausgang nach draußen. Die Sonne brutzelt gerade richtig runter. Und wir zeigen euch jetzt mal unseren Garten. Ja, seht ihr unseren schönen Kunstrasen? Also wir haben hier kein richtiges Gras, sondern das Kunstrasen. Digga, er pullert dann darauf auf den Kunstrasen, oder? Aber ich finde es mega angenehm, weil einmal A, haben wir hier keine Viecher, also Mücken und sowas sind hier nicht im Gras drin. Und B, wenn es im Sommer richtig heiß wird, dann... Ja, dann stirbt er nicht ab, ne? Das ist weniger Arbeit. Das ist schon nicht ganz verkehrt. Ich habe meine Meinung zu Kunstrasen noch nicht ganz getroffen. Ich weiß, auf Zypern haben das viele, aber ich weiß nicht. Ich glaube, am Ende würde ich wahrscheinlich auch nachgeben, aber ich hätte Schiss, dass meine Hunde andauernd drauf pullern auf den Rasen oder so. Weil die checken den Unterschied nicht. Wir müssen den nicht die ganze Zeit bewässern, sondern haben hier schönen Rasen und man kann auch einfach direkt rausgehen. Also das kann man auch bei normalem Rasen, aber egal. Das war eine ganz schöne maue Vorstellung für unser Highlight hier. Nein. Ja, okay, aber jetzt seht ihr hier unseren Pool. Den finde ich besonders cool. Ach, du Scheiße. Spaß. Den kann man auch zu- und aufmachen und sogar beleuchten. Pool will ich kaufen. Nein, Spaß, der ist richtig schön. Es geht weiter. Hey, die haben ein großes Grundstück. Schau mal, auch hier, da war noch so eine Grillstation, sowas in der Art, ne? Oder hier so eine, doch nicht, sah nur so aus. Ja, hier ist wahrscheinlich die, wo meine Kamera drüber ist, die Pumpe vom Pool oder sowas drin. Wahrscheinlich läuft irgendwie die Elektronik da unten drunter. Ich dachte, da wäre so eingebaut hier drin. So sah es auf den ersten Blick so aus, als würde das da so reingehen. Als wäre das hier, das weiß ja der Tisch, ne? Ja, aber du, Pool, absolut geil. Nimmt man mit, ne? Warum nicht?
würde mir auch, wenn ich mal, also vielleicht, man denkt ja auch viel über Hausbau nach und sowas. Und ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wenn ich ein Haus baue, ich will auch einen Pool, aber nicht irgendeinen Pool. Ich will einen Naturpool, dafür habe ich mich entschieden. Ich will so eine Mischung aus einem Teich und einem Pool. Also man könnte sagen, quasi einen Pool in einem Teich. Mit natürlichem Wasser, ohne Chlor und Pflanzen, die das Ganze reinigen. Und das läuft dann in den Garten so fließend über mit Fliesen und allem drum und dran. Weil ich persönlich, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen an diesen Standardpools, so nenne ich es jetzt einfach mal, satt gesehen. Also mir wäre das irgendwie schon so zu abgehakt und zu so. Oder man macht halt wirklich einen krassen Infinity-Pool. Aber so ein Naturpool würde ich am meisten, aber safe, wenn ich da hinziehe, Digga, du wirst es nie im Leben so finden, 1:1, wie du das willst, würde ich safe genauso nehmen. Sehr nice. Und dann hier auch mit dem Ding, kommt gut. Hier geht's auch noch hinters Haus. Und hier hatten wir überlegt, machen wir unser Gym rein. Ja, also, das wird so cool. Hier kommt Home-Gym, hier kommt auch so, ich hatte mir überlegt, so eine Bahn, wo ich dann so ein Ding schieben kann. Hinten so Matten, wo ich meine Puppe werfen kann für MMA. Und hier können wir so richtig geil trainieren. Wir wollten noch so oben so eine Plane machen. Wobei, hier ist eigentlich schattig, ne? Voll. Braucht man eigentlich nicht, wenn ihr einen Hund habt und fliegen. Digga, das kommt bestimmt sehr nice. Vielleicht ein bisschen warm im Sommer, aber ich glaube, Michi ist so ein verrückter Hund, der trainiert auch draußen. Wollt. Wir haben eine falsche Box gekauft am Flughafen. Kam die an, ihr braucht eine andere. 350 Euro. Für den da. Aber für dich machen wir das gerne, Loki. Für dich machen wir das gerne, gell, du kleiner Scheißer. Süß. Darf man das eigentlich sagen oder wird das von YouTube gesperrt sonst? Was wird gesperrt? Scheißer. Dann kommt da so ein Das ist Quatsch. Wenn ihr dieses Video gerade genauso wie ich mit Kopfhörern anschaut, dann ist das ein ganz anderes Erlebnis. Auf eurer rechten Schulter sitzt Salome, die euch alles ins Ohr flüstert. Auf der linken sitzt Michi, der euch das also die andere Seite ins Ohr flüstert. Und ihr redet hier Salome und der Michi die ganze Zeit nur. Und jetzt gibt's noch ein Poolhaus. Ja, ist ziemlich klein, eigentlich für. Mit so kleinen Brücken, ja genau, Tiger. Gäste gedacht, auch mit Klimatronic und einem eigenen Bad. Wollten hier eigentlich erst ein Bett reinstellen, haben gemerkt, es ist ein bisschen klein, deswegen haben wir das Gästebett dann oben irgendwie doch hingemacht. Mal schauen, was wir daraus machen, ob das irgendwie. Vielleicht eine Luftmatratze? Vielleicht eine Luftmatratze. Also, wir haben noch nicht wirklich eine Verwendung für dieses Poolhaus. Falls ihr Ideen habt, kommentiert es gerne. Ihr Wein verrückt. Boah, da würde ich safe was einfach. Also, zu viel Platz gibt's nicht. Schatz, ich habe noch was vergessen. Ich muss dir mal kurz was zeigen. Was denn? Am Pool. Du warst denn im Pool? Oh, komm mal kurz. Wieder gewonnen gegen mich. Ich habe noch ganz so kurz was vergessen. Was? Komm mal kurz hinterher. Noch mal eine Mauer. Sie schubst ihn rein. Wow. Oh Gott, Digga, mein rechtes Ohr. Warum tut ihr mir das an? Komm schnell raus, bevor du dir. Das Traurige ist das erste Mal, dass ich in den Pool. Ist ja kalt. Na gut, aber du kannst jetzt immer sagen, dass du der Erste warst, der in unserem Pool drin war. Das finde ich hervorragend. Das Mikrofon. Es ist ab. Es war geplant. Es war geplant. Da ist der. Wurde Michi mitgespielt? Cobra 11? Nein. Alarm. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wie das hieß. Polizeieinsatz. Da ist der Schauspieler-Polizist noch in ihm drin. Schön. Was dann mit dem Video? Tja, Freunde, was. Jetzt haben wir das ganze Erlebnis von der rechten Seite. Und sagen wieder mal ein gelungener Prank von mir. Die kriegst du zurück. So, und das war's dann mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und ja, lasst auf jeden Fall Feedback in den Kommentaren da, einen Daumen nach oben darüber. Süß. Süß, die beiden auf jeden Fall. Ich wünsche den beiden alles, alles Gute, alles Liebe auf Zypern. Gute Zeit da und dass sie wirklich da lange bleiben und glücklich werden. Und ja, nur das Beste. Bin gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall sehr spannend. Ich find's cool, nice. Ich finde, es passt auch zu den beiden. Für Michi, der macht ja sowieso jetzt nicht so. Die ist ja wirklich egal, wo die wohnen. Ne? Bei mir ist ja noch ein bisschen mehr, würde ich noch sagen, wenn ich jetzt auf Zypern wäre, was soll ich denn da für Videos drehen die ganze Zeit auf Zypern? Weißt du, so, ja, dann, ja, könnte man wahrscheinlich auch machen. Aber für die ist ja wirklich easy. Die Insta-Bilder macht, ist ja wirklich völlig Wayne. Wo der Michi trainiert, ist vielleicht noch ein bisschen was anderes. Aber wenn er ein gutes Gym da hat, dann steht und fällt damit ja alles. Also geiles Ding.